eigentlich. Es gibt immer Leute, die... Herzlichen Dank. Herzlich willkommen zu diesem Referat Ernährung bei Frauen unter 40 Jahren. Wie schon angetönt, für die Patienten, Klienten ist es häufig das Schwierigste. Wieso ist es so schwierig? Weil sie selber etwas ändern müssen. Weil sie nicht einfach nur Akupunktur oder Tuina genießen können, sondern weil es oft schwierig ist, halt so alteingesessene Ernährungsgewohnheiten, die man schon irgendwie als Kind mitbekommen hat, dann umzustellen. Aber es ist auch keine Hexerei, es ist nichts mit exotischen Sachen oder kompliziertes Kochen, sondern es ist wichtig, dass es so einfach bleibt, dass es die Leute oder auch selber im Alltag gut umsetzbar ist. Ja, weil die Zeit ist für alle knapp und es muss einfach funktionieren, ohne dass ich viel und lange Bücher studieren muss. Ich habe Themen ausgewählt, Frauen unter 40 Jahren. Es gäbe ganz viele Themen. Ich habe einfach so ein paar wichtige rausgenommen. Zuerst erzähle ich etwas über das Magenfeuer, wieso das so wichtig ist, auch bei all diesen Themen, die wir nachher anschauen und eben häufiger bei Frauen auch ein Thema ist. Dann die Dysmenorrhoe, die schmerzhafte Menstruation, wo fast rund jede zweite Frau betroffen ist. Der unerfüllte Kinderwunsch kann man auch ganz gut unterstützen mit der Ernährung. Auch viele Frauen da betroffen. Depressionen und Burnout, auch da kann man mit unterstützen durch die Ernährung. Und das letzte Thema noch ist Frauen und Schokolade. Wieso Frauen Schokolade brauchen. Und zum Schluss bleibt wahrscheinlich noch kurz Zeit für Fragen. Sie dürfen auch sonst immer zwischendurch fragen, wenn gerade etwas ist zu einem Thema, einfach fragen. Das Magenfeuer. Es ist wichtig, dass wir ein gutes Feuer haben in unserem Verdauungstrakt, weil nur wenn das Feuer gut brennt, können auch die Nährstoffe gut aufgenommen werden und an die richtigen Orte, wo sie hingehören, transportiert werden. Das Feuer ist aber häufig schwach, bei Frauen häufig eben schwächer schon als bei Männern. Und im Zusammenhang, also die Frau ist ja mehr Yin und hat darum auch eben noch mehr Wärme durch die Ernährung eigentlich nötig. Das wird aber häufig eben bei uns nicht gemacht. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Frauen mit Eisenmangel, auch ein weit verbreitetes Problem, die dann auch die Eisenwerte nicht verbessern mit Eisentabletten. Wieso ist das so? Weil das Feuer nicht stark genug ist, dann kann das Eisen einfach nicht gut rausresorbiert werden. Darum ist es wichtig, dass dieses Feuer so stark ist, die Mitte stark ist, dass wir das Bestmögliche, eben das gute Qi aus der Nahrung rausnehmen können und durch das dann natürlich eben das Qi auch überall im Körper verteilt wird, das gut Blut aufgebaut werden kann, wenn das Feuer schwach ist. Aus diesem können dann ganz viele verschiedene Probleme entstehen. Ja, wieso ist häufig das Feuer eben geschwächt oder was schwächt oder reduziert das Magenfeuer? Es ist die Rohkost. Bei uns in der westlichen Ernährung wird ja vor allem die Rohkost so propagiert. So und so viele Portionen Gemüse und Früchte, davon müssen auch gewisse Teile roh gegessen werden. Wir essen einfach grundsätzlich zu viel Rohkost und es sind wieder halt vor allem die Frauen, die mehr Rohkost essen als die Männer. Weil man halt auch immer überall liest, jede Frauenzeitschrift hat immer irgendwo was über Ernährung drin, dass Rohkost so gesund ist, man möchte alles roh und viel roh, weil die Vitamine und so gut erhalten bleiben. Aber fürs Feuer ist das wirklich nicht gut, wenn man ständig nur rohe Sachen isst oder einfach generell zu viel Rohkost. Das heißt eigentlich ganz wichtig ist, dass diese drei Hauptmahlzeiten eben immer möglichst warm sind, am Morgen, Mittag und am Abend. Es kann Rohkost dazu gegessen werden zur warmen Mahlzeit, aber besser nach dem warmen Essen als vor dem warmen Essen. Wir essen ja grundsätzlich den Salat voraus, machen wir noch nicht so lange, haben wir noch nicht gemacht zu Großmutters Zeiten,